Es gibt legit eine Frage, die kriege ich jeden Tag gestellt. Und wer mag keinen Spinat? iOS oder Android, welches System ist besser? Und die eigentliche Frage ist jetzt, was verstehst du unter besser? Wenn es darum geht, welches System mehr kann, dann gibt es eine relativ einfache Antwort. Windows Phone. Das Steuern mit Gesten. Das Telefonieren. YouTube schauen. Fotos machen. E-Mails checken. Das Wetter nachschauen. Musik, WhatsApp, TikTok schauen. Das sind alles Sachen, die seit Jahren beide Systeme können. Und auch gleichzeitig das, was wir am meisten machen. Die Frage, die du dir stellen musst für die Antwort iOS oder Android, ist eigentlich die hier. Was erwartest du von deinem neuen Smartphone? Willst du ein Handy, bei dem du dich möglichst wenig kümmern muss, dann ist iOS wahrscheinlich das für dich bessere System. Apple arbeitet seit Jahren daran, alles so einzustellen, dass es für möglichst viele Menschen standardmäßig sehr gut ist. Dafür kannst du dann viel auch nicht verändern. Mit einem Android-Handy geht das schon. Wenn dir der Homescreen nicht gefällt, dann machst du dir halt einen neuen. Wenn du mit den Gesten nicht klarkommst, dann kannst du auch Knöpfe drücken. Du kannst die Farben überall im System verändern. Du kannst Sachen dahin schieben, wo du sie möchtest. Im Prinzip das System so verändern, wie es für dich perfekt ist. Aber du musst Zeit investieren. Du musst das alles einstellen. Wenn dich das nicht stört, dann ist vielleicht Android für dich das bessere System.